Hey Leute, Martin hier. Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Twilight Princess. Es geht auf den Grund des Hylia-Sees. Und es geht in den dritten Dungeon, der sich auf diesem Grund des Hylia-Sees befindet. Also schwimmen wir mal. Schwimmen, schwimmen, schwimmen. Ich schwimme lieber gerne hier runter, weil ich glaube, das geht schneller, als wenn ich jetzt mit den Eisenstiefeln einfach sinken würde. Und hier unten ist der Eingang zum Tempel. Allerdings seht ihr, er ist blockiert. Das heißt, wir müssen als erstes mal eine Wasserbombe hier drauflegen, damit eine Fontäne nach oben entsteht. Und diese Fontäne nach oben nutzen wir, um eine zweite Bombe draufzulegen, die dann den Eingang für uns freisprengt. Und diesen können wir dann betreten, um den dritten Dungeon des Spiels in Angriff zu nehmen. Es ist... Naja, ich kann es noch nicht sagen, weil der Titel dieses Dungeons wird erst bekannt gegeben, nachdem wir diesen kleinen Gang hier durchschwommen haben. Also machen wir das doch mal. Ich spoiler noch nicht, wie der Dungeon heißt, obwohl alle von euch das eigentlich wissen. Aber so macht man das ja in Let's Plays, nicht wahr? Man tut so, als wüsste man nicht Bescheid, obwohl man alles schon weiß. Vorausgesetzt, man spielt das Spiel nicht blind. So, ja, diese Quallen, sie schocken einen natürlich. Ist ganz klar, dass ich das demonstrieren musste. So, und sobald wir hier auftauchen, kriegen wir auch Bescheid gesagt, wie dieser Dungeon heißt. Es ist der Seeschrein. Gut, nicht der Wassertempel. Und er ist auch nicht so schlimm wie der Wassertempel in Ocarina of Time. Obwohl ich ja in meinem Ocarina of Time Let's Play schon gesagt habe, dass ich den Wassertempel so überhaupt nicht schlimm finde. Und alle, die behaupten, der ist schrecklich, übertreiben ein bisschen. Aber er ist trotzdem ein bisschen herausfordernd natürlich. So, ich hole mir jetzt hier mal eine Flasche, weil ich meine zu wissen, dass hier gleich was sehr, sehr Seltenes runterplumpst. Also als erstes machen wir mal diese Truhe auf und kriegen Pfeile. Ah, okay. Pfeile brauche ich jetzt nicht wirklich, aber gut. So, als erstes haben wir hier mal roten Schleim. Rotes Gelee. Wenn wir das besiegen, dann können wir es in eine Flasche füllen und es füllt 8 Herzen auf. Aber ich behalte das Ding mal draußen, weil ich meine, wenn wir hier im Kreis noch weiter rumrennen, nicht? Ich meine, hier war noch... Ja, da war das in einem anderen Raum. Also da lebt noch ein Roter. Aber wie in anderen Spielen hat der Schleim hier auch verschiedene Farben. Und ich meine, hier gab es auch einen Schleim mit einer ganz bestimmten Farbe. Na gut, dann habe ich mich an der Stelle vertan. Soll mal vorkommen. So, ah. Na? Da ist ein Schleim. Nee, das ist auch ein Roter. Nee, okay. So. Hauptsache, er geht mir nicht auf den Nerven. So, diesen Schalter, das demonstriert, wir werden einige Schalter dieser Art in dem Tempel finden, wo wir uns dranhängen müssen, damit die Tür aufgeht. Und dann den Weg fortsetzen. Da ist wieder ein Schleim. Irgendwo. Ah, es ist auch ein Roter. Verdammt, ihr enttäuscht mich alle. Da ist er doch. Den meine ich. Das heißt, ich werde jetzt mal meine Flasche leer machen und schnell den roten Schleim trinken, denn der blaue Schleim... Ups. Na, nein! Nein! Verdammt! Ja, toll. Das haben wir wieder verkackt. Natürlich klappt das nicht, wenn ich hier in meiner Aufnahmesession bin, ne? Der blaue Schleim füllt alle Herzen wieder auf und ich wollte ihn eigentlich gegen den roten eintauschen, aber das hat nicht so gut geklappt. Und huch! Ja. Da fallen die Stalaktiten, die sind ganz schön locker und bröseln von der Decke. Das heißt, hier muss man ein bisschen aufpassen. So. Ich wollte eigentlich auch nicht runterspringen. Ich wollte eigentlich auf den Vorsprung hier latschen. Jetzt bin ich aber runtergesprungen und habe mir so ein bisschen Zeit. Es läuft ja super. Es läuft wieder super typisch. Sobald der Aufnahmeknopf gedrückt ist, läuft hier alles super toll. So, wir haben leider nur 15 Wasserbomben insgesamt, also zurzeit auch nur 12. Das heißt, wir müssen ein bisschen vorsichtiger damit umgehen. Man ist
es gibt auch noch eine Möglichkeit, noch vor dem Dungeon eine Bombentaschen-Erweiterung. Ich nenne es jetzt mal Erweiterung, also es ist im Grunde eine zweite Bombentasche, mit der wir uns nochmal extra normale Bomben mitnehmen können. Aber ich finde, man kommt auch mit den 15 Wasserbomben hier ganz gut aus. Vor allem, weil... Ach, scheiße, Helmasaurus heißen die, glaube ich. Vor allem, weil man in diesem Dungeon eine Menge Wasserbomben findet in Truhen. Das heißt, wenn euch die Bomben ausgehen, ich weiß zum Beispiel, wenn ich jetzt hier hochgehe, ihr seht da oben in der Ecke schon eine Truhe, da werden Bomben drin sein. Link, hörst du mal auf, hier rum zu glitschen und kletterst da hoch? Dankeschön. So, hier drin ist nämlich zum Beispiel auch ein Bombennachfüllgedöns. Das heißt, ihr solltet auch nicht so viele Bomben hier verschwenden. Man sollte hier genügend Möglichkeiten haben, sich Gehirnerschütterungen zuzulegen. Ja, genau. So, wir sind jetzt hier in einem langen Gang. Und die Kamera fährt hier auch einmal schön rum, um uns das zu demonstrieren. Mit Stromschnellen und allem möglichen Pipapo und verschiedenen Etagen. Also es, man merkt schon, es hat ein bisschen was vom Wassertempel, ne, mit den mehreren Etagen. Und ihr werdet gleich auch... Ach komm, geh weg. Wenn wir jetzt gleich... Komm, dich lass ich mal am Leben. So, wir gehen durch diese schön dekorierte Tür und gelangen in den Hauptraum des Tempels. Wenn wir jetzt ein paar Schritte gehen, dann werden wir auch hier durchgeführt. Ihr seht die riesige Treppe. Ihr seht viele Schalter und ihr seht viele Etagen. Das erinnert durchaus an den Wassertempel. Und ja, ist aber nicht ganz so komplex, aber trotzdem schon ganz witzig. So. Es bleibt uns im Moment nichts anderes übrig, als die Treppe hier erstmal zu nehmen. Und in die untere Etage zu wechseln. So, ich muss jetzt kurz überlegen. Es gibt nämlich verschiedene Wege, die wir gehen können. Und ich weiß gerade nicht, welcher der ist. Das ist etwas, ich habe diesen Tempel gestern erst geübt. Also einen Tag vor der Aufnahme. Und ich kann euch jetzt schon sagen, dass ich trotzdem nicht genau die Abfolge weiß. Also sobald ich an einem bestimmten Punkt bin, wird der Rest des Tempels einfach sein. Aber hier mich in diesem Hauptraum zurechtzufinden, da habe ich auch nach einem, weiß ich nicht wie viel, Durchspielen noch Probleme mit. Ich glaube, zuallererst müssen wir hier lang. Wir müssen hier hoch. Und ihr seht, wenn wir uns an diese Schalter hängen, dann drehen wir die Treppe. Wir können leider nicht die Treppe hochrollen, denn dann passiert das. Das heißt, wir müssen diese Treppe nach oben nehmen und uns ein bisschen hier weiter umgucken. Wir haben natürlich die allseits beliebten Zelda-Gegner Tektites hier, die uns mit ihrer Anwesenheit erfreuen. So. Ich schaue mich einmal kurz um. Denn ich weiß, dass auch irgendwo jemand noch auf mich wartet. Da hinten ist es nämlich. Da ist ein einzelner Pott. Und wenn wir den kaputt hauen, guck mal, wen wir da haben. Hallo. Die Tante. La-da-da-da-da. Wir haben die Tante gefunden. Wunderherrlich. Gut. Jetzt ist die Frage nach links. Nee, da ist ein Schlüssel. Das da brauchen wir einen Schlüssel, um weiterzukommen. Und jetzt kommt der Casus Knactus. Ich sag's jetzt einfach mal, Casus Knactus. Ihr seht, wenn wir hier links gehen, glaube ich, kommen wir auch nicht durch. Genau, da ist nämlich ein riesiges Wasserrad, das uns den Weg versperrt. Und da hier kein Wasser fließt im Moment, können wir nichts machen. Aber ich glaube, das ist der richtige Weg. Wir müssen nämlich hier dran springen, sodass wir die Treppe in diese Richtung drehen. Und dann können wir dort unten in den Raum gehen. Aber Moment... Genau, nicht diese Kiste hier vergessen, denn hier in dieser Kiste finden wir ta-ta-da-da, die Dungeon-Karte. Okay. Gut, 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 gut. So, Türe öffnen. Diesen Helmosaurus, den könnt ihr immer aus dem Weg gehen. Die sind natürlich unverwundbar. Vorne, das heißt, ihr müsst irgendwie hinter sie gelangen, aber das ist mir jetzt auch zu blöd, als dass ich das jetzt machen möchte. So, was ich jetzt aber machen möchte, wir sehen, hier haben wir da zwei Stalaktiten, wir wollen beide runterschießen. Der da hinten wird ein bisschen komplizierter, ja, weil man kann den Pfeil auch gegen die Kette schießen und dann funktioniert das nicht, aber ich habe das jetzt zum Glück richtig gemacht. Der Gang hier führt dann nach unten über den ersten Stalaktit. So, und jetzt dieser Tempel
ist voll mit Kletterpflanzen. Und ich habe ja schon eingangs im Waldtempel, im Waldschrein erwähnt, dass Klettern hier in Twilight Princess lange dauert. Und das war nicht übertrieben. Es dauert wirklich lange. So, wir springen jetzt mal hier rüber. Oh mein Gott, ich bin gerade noch drauf gelandet. Denn auch wenn es vielleicht den Anscheiß, den Anscheiß macht, ja, das ist der Versprecher des Tages. Wir finden hier erstmal einen kleinen Schlüssel. Und auch wenn es den Anschein macht, dass wir da unten einfach draufklettern könnten, nein, können wir nicht. So. Außer dem kleinen Schlüssel gibt es in diesem Raum erstmal nichts. Wir merken uns diese Brücke. Wir müssen später hier nochmal zurück. Aber fürs Erste müssen wir uns nur den Schlüssel holen. Und dann den Raum wieder verlassen. Oh, Tech-Type, lass mich in Frieden. Dich mache ich mal lieber, komm ich mal aus dem Weg. Ich könnte mir nämlich auf die Nerven gehen, wenn ich versuche, hier mich hochzuklettern. Mich hochzuklettern, ja, ist auch super. Super tolle Bezeichnung. Klettern und klettern und klettern. Und wir verlassen den Raum wieder. Und wir haben ja die Schlüsseltür schon gesehen. Insofern, okay, das ist jetzt der Anfang, sich zu orientieren. Es kann manchmal schwer sein, aber wenn ihr jetzt den ersten Raum gefunden habt mit dem Schlüssel, dann gibt es keine weiteren Schwierigkeiten mehr. So, wo ist die Schlüsseltür? Hier ist sie nicht. Ach ja, genau, ich muss jetzt genau auf die andere Seite. Moment, so, Moment. Hier nach unten. Ich mich immer frage, hier, die Treppe ist eindeutig durch Linksbeine gegangen und Linksbeine müssen eigentlich sofort brechen. Aber es passiert nicht. Ein bisschen unlogisch, aber naja, gut. Ist das die abgeschlossene Tür? Nein. Dann muss die... Moment. Wo ist die abgeschlossene Tür? Ihr seht, ich kriege Schwierigkeiten, mich jetzt ein bisschen zu orientieren. Oh, da ist eine Truhe. Ich sehe die Truhe. Ich sehe dich, Truhe. Au, meine Füße. So, klettern wir mal wieder hier hoch. So, das ist der... Ach, guck mal, das ist doch sehr gut zum Orientieren. Das ist der Eingang. Das heißt, hier können wir weiter nichts machen. Das heißt, ich bin falsch gegangen. Aber, gut zu wissen. Wir sind ja das erste Mal hier lang gegangen, glaube ich, oder? Nee, das geht ja gar nicht. Bin eine weiter gegangen. Und hab das Ding auf... Ah, genau. Und hier habe ich dann... Hier sehen wir, das da vorne ist tatsächlich die Boss-Tür. Das heißt, in Richtung der Boss-Tür drehen wir jetzt die Treppe. Und gehen dann nach oben. Und gehen jetzt nach links. Und da ist die Schlüsseltür. Jawohl, da ist sie doch. So, auch hier wartet ein Helmosaurus auf uns, aber den ignorieren wir jetzt mal eiskalt. So, wir kommen jetzt in einen runden Raum. Da vorne wartet ein Tech-Type auf uns. Nicht weiter wichtig. Und in der Truhe dürften wieder Bomben sein. Jawohl. 5 Stück, aber brauchen ja auch nicht so viele, ne? Okay, damit haben wir auch wieder die volle 15. Anzahl von 15 Bomben. Und wir müssen wieder 2 verwenden, um hier hochzukommen. Obwohl, den Stalaktiten, da müssten wir eigentlich gar nicht sprengen. Ich weiß gar nicht, warum ich das gemacht habe. Ich sehe die einfach nur an der Decke hängen und denke, ja, den könnte ich eigentlich mal von der Decke holen. Und dann mache ich es auch. So. Klettern. Und jetzt seitwärts. Höp, 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 höp. Und ja, wichtig ist vor allem hier, wenn ihr euch Zeit sparen wollt, dann springt nicht sofort runter, sondern sorgt dafür, dass ihr euch an diesen Schalter hier hängt, damit die Tür geöffnet wird, damit ihr für den Rückweg einen kürzeren Weg habt. So. Des Weiteren gehen wir mal hier durch. Und... Heieiei. Und gehen in diesen Raum hier. Okay,
Dieser Gegner ist nervig. Und wir kriegen bald ein Item, mit dem wir ihn leicht besiegen können. Er ist nämlich unverwundbar da in seiner Blase. Es sei denn, wir benutzen einen Bombenpfeil. Aber das ist Verschwendung. Das heißt, wir müssen das eigentlich nur hier machen. Wir müssen das nur hier machen. Bei allen anderen, Gegnern können wir... Ups, ja, ein blauer Rubin, bla bla bla. Wenn wir spätere treffen, dann haben wir auch schon das Item, mit dem wir sie leicht besiegen können. So, oh, warte mal. Ich höre hier... es sind... Lila Schleim wollt ihr nicht in der Flasche haben, glaubt's mir. Wenn ihr das trinkt, dann werden euch stattdessen Herzen abgezogen. So, ich fülle mal den roten Schleim jetzt in die Flasche. Weil ich natürlich den blauen Schleim verpasst habe. Und es immer nicht schlecht sein kann, ein bisschen Heilung dabei zu haben. So. Kombinieren und was packe ich denn nach unten? Von mir aus das. Wenn ich das mal trinken muss, dann habe ich es direkt zur Hand. So, ist in der Truhe der Schlüssel? Es ist eine große Truhe, aber lasst euch nicht... Ja, das ist ja okay. Manchmal sind in großen Truhen keine Schlüssel, sondern in kleinen Truhen. Wir haben das ja in der Gronenmine schon mal gehabt, dass ein Schlüssel auch in der kleinen Truhe war. So, das Problem ist, wir kommen jetzt hier nicht mehr hoch. Wir haben den Schlüssel. Was also tun? So, und dazu dient dieser kleine mittlere Raum hier. Mit den Zahnrädern. Dass wir einfach den Raum durchqueren können. Wir ignorieren die... Wow. Ich bin so... Ich freue mich einfach. Was da gerade passiert ist, ihr glaubt nicht, was ich jetzt für eine Freude empfinde. Dass ich den... Oh, Link, guck mal, er zappelt auch schon rum. Dass ich den Weg jetzt nochmal laufen darf. Und wisst ihr was? Das werde ich auch nicht rausschneiden. Nein, nein, nein. Da werdet ihr jetzt ganz schön mit mir leiden, denn ich muss den Weg jetzt wieder zurücklatschen, ja? Ich muss die Treppen wieder so drehen, dass ich den Weg nach oben finde, ja? Alles, gehört alles dazu. Wenn einem Fehler passiert, muss man ihn auch wieder ausbügeln. So. Verdammt nochmal, ich hab so, ja, ich ignoriere den Lizard Force jetzt, weil der mir im Weg ist und ich mich jetzt nicht mit dem beschäftigen will. Zack, schmeißt er nicht die Plattform runter und ich kann den ganzen Weg erneut nach oben latschen. Ist das nicht herrlich? Verdammt nochmal. Komme ich da lang? Nein. So, komme ich auch nicht lang. Das heißt, ich muss jetzt den Weg nochmal machen. Ich muss jetzt hier das Ding so drehen. So. Und jetzt muss ich irgendwie die Treppe so drehen, dass ich nach oben komme. Ach du Scheiße, geh weg. So. Jetzt drehen wir die Treppe einfach mal so. Zack. Das dauert jetzt ein bisschen. Und anschließend können wir jetzt zurückgehen. Moment. Hopp. Weg, weg, weg. So. Und anstatt, dass ich jetzt hier an den Hebel springe, lasse ich mich einfach fallen. Ja, okay. Und kletter hier die Ranken hoch. Die glücklicherweise an jeder Seite hängen. Und es dauert ja auch nicht lange. Nein. Quatsch. Geht ruckzuck. Geht absolut fix von der Hand. Und schon sind wir oben. Guckt mal, wie schnell das ging. Ich bin begeistert. So. Wir müssen... Warte mal. Fuck. Moment. Wo muss ich mich nochmal dran... Hä? Verdammt normal. Wo muss ich mich dranhängen? Wo muss ich durch? Jetzt habe ich es komplett vergessen. Moment. Ich gucke einfach auf die Karte. Oben links. Ah ja, okay. Links. Hier muss ich jetzt lang. Okay. Jetzt habe ich es wieder. Hier, da war die Schlüsseltür. Boah. Alles nur wegen dem Fehler, den ich gemacht habe. Ne? Von wegen Lizard Force nicht angreifen. Bla, 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 bla. So. Tür öffnen. So, und wenn ihr den Fehler... den ich jetzt begangen habe, nicht begangen habe. Okay, zum Glück haben wir hier, wie gesagt, das Tor geöffnet. Hier können wir jetzt durchgehen einfach.
Dann seid ihr hier wieder rausgekommen und könnt hier euren Weg fortsetzen. An den beiden Stahlhelmviechern vorbei. Hier rein. Hier war der komische Kerl in der Blase. Und da ist die Tür mit dem Schloss davor. Und die machen wir beim nächsten Mal auf. Und dann geht's weiter im Seeschrein. Bis dahin, macht es gut und haut rein.